Faktastisch! Dieses Mal 11 merkwürdige Fakten über Menschen, die verhaftet wurden. Im Jahr 2010 wurde ein Flugzeugpassagier in Irland verhaftet, weil ein Sprengstoffpaket in seinem Koffer gefunden wurde. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Sprengstoff dort nur zu Übungszwecken durch die slowakische Polizei platziert wurde, um Sprengstoffspürhunde zu trainieren. Seid ihr unzufrieden mit euren Einkünften? Dann wäre das nächste vielleicht auch was für euch. Die Polizei in Mailand installierte nämlich Kameras, um Taschendiebe aufzuspüren und fand heraus, dass einige Kinder unglaubliche Summen von bis zu 20.000 US-Dollar pro Tag verdienen. In Orlando, Florida, wurden im Jahr 2010 mehrere Friseursalons von SWAT-Teams gestürmt und über 30 Friseure festgenommen, weil sie Haare geschnitten haben, ohne eine vorgesehene Lizenz dafür zu besitzen. Hände hoch und den Föhn schön vorsichtig auf den Boden legen und zu mir rüberschieben, Freundchen! 2008 verhaftete ein FBI-Agent mehrere Crystal Meth Junkies. Es stellte sich jedoch heraus, dass er gar kein FBI-Agent war, sondern ein arbeitsloser Wachmann vom Sicherheitsdienst. Also das, was man so als Arbeitsloser halt so tagtäglich macht. 4 Jahre bevor ein KGB-Doppelagent namens Robert Hansen verhaftet wurde, weil er mit einem Programm versuchte, die Passwörter eines Computers der CIA auszulesen und man ihn dabei erwischte, sagte er, dass er das Admin-Passwort benötigte, um einen Drucker zu installieren. Die CIA kaufte ihm diese Lüge ab. Später flog das Ganze überraschenderweise dann aber doch auf. Jamie Waylett, der Darsteller des Vincent Crabbe in den Harry Potter Filmen, wurde verhaftet, nachdem man bei ihm gefährliche Molotow-Cocktails fand und er an den Jugendkrawallen in London teilnahm. Es ist nicht das erste Mal, dass Jamie Konflikte mit dem Gesetz hatte. 2009 wurde er zu 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt, weil er im Haus seiner Mutter Cannabis anpflanzte. Der Schauspieler Robert Downey Jr., vor allem bekannt aus Iron Man, wurde 1996 verhaftet, nachdem er unter dem Einfluss von Heroin nackt in seinem Porsche fuhr. Die Beamten stellten außerdem Kokain und eine Pistole sicher. Naja, ich bin Iron Man. In New York verhaftete man ein 12-jähriges Mädchen, weil sie Lex war hier und Ich liebe meine Freunde Abby und Faith auf die Schulbank gekritzelt hatte. Wow, wie gefährlich. Ja, und traurig aber war, 2013 überfiel ein Obdachloser namens Timothy Dean Alsip aus den USA einen Laden, nur um im Gefängnis zu landen und dort medizinisch versorgt zu werden. 1998 verschwand eine US-amerikanische Frau, die wegen fahrlässiger Tötung und Trunkenheit am Steuer vor Gericht verantwortlich gemacht werden sollte. 2013 wurde sie in einer kanadischen Bar festgenommen, während sie damit prahlte, wie sie vor einem Gerichtsprozess geflohen ist. Die anderen Gefängnisinsassen werden sich bestimmt auch über ihre coolen Stories freuen. Ein junger Mann aus Texas, der vorgab, ein 500-jähriger Vampir zu sein, wurde verhaftet, nachdem er seine Zähne in den Nacken einer Frau rammte und sie gefährlich verletzte. Aua! Was für ein Freak! Das war's auch schon wieder. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und schaut euch als nächstes die 11 verrücktesten Guinness-Weltrekorde an. Bis zum nächsten Video!